Wenn man ein Produkt entwickelt hat, was dem üblichen Charakter des Mainstreams widerspricht und das dann auch noch erfolgreich ist, dann kriegt man es mit der Macht der Lobbys zu tun. Das wird im Folgenden unser Thema sein. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Gesprächsrunde beim Alpenparlament-Kongress. Ich begrüße ganz herzlich Herbert Renner. Ich freue mich, dass du den Weg wieder einmal, wir haben ja schon einmal das Vergnügen gehabt, zu uns gefunden hast. Und lass uns vielleicht ganz kurz etwas sagen zu dem Produkt, zu dem FuelSaver, mit welcher Technologie ihr da herangegangen seid, mit welchen Ergebnissen. Und dann lassen wir uns mal einen Blick darauf werfen, was es da so für zum Teil auch etwas schwierige Resonanzen dann der Lobby gegeben hat. Aber vielleicht erklärst du erst ganz kurz, was der FuelSaver einfach ist. Ja, gerne. Zuerst möchte ich mich bedanken, dass ich dank Alpenparlament bei ESOWATCH gelistet wurde. Da kommt man nicht so einfach hin, aber das war jetzt möglich. Ja. Dankeschön. Nein, das freut mich. Ich bin ja auch dabei. Also insofern willkommen im Club. Ja. Alle anständigen Menschen dieser Welt haben dieses ESOWATCH-Siegel. Super. Das sollte man auch positiv nehmen. Ich drehe es einfach rum. Wer was Vernünftiges im Leben geschafft hat, muss von denen in die Pfanne gehauen werden. Mhm. Sonst macht er irgendwas falsch. Ja, okay. Prima. Den TÜV haben wir bestanden. Ja gut, zum Produkt. Ich habe es hier liegen. Das ist aber so klein, Sie werden es nicht sehen. Das ist ein Metallstift und mit diesem Metallstift verändern wir den Treibstoff, damit er besser verbrennt. Und durch die bessere Verbrennung habe ich weniger Abgase und weniger Treibstoffverbrauch. Wir verwenden, um das Ganze zu machen, Raumenergie. Der Begriff ist schon bekannt, Quantenfeldenergie, ja. Gibt es andere Bezeichnungen auch dafür. Auf jeden Fall ist es ein Produkt der freien Energie. Und wir benutzen freie Energie, um einen Treibstoff aufzuwerten. Und durch die Aufwertung von dem Treibstoff hat man eben diesen Effekt, dass man zwischen 26% hier in Europa spart und in Afrika bis zu 45% Sprit. Und bei den toxischen Gasen erreichen wir teilweise bis zu 100% Reduzierung. Und wir haben begonnen mit der Vermarktung im 2007, haben es auch geschafft, in Österreich in den Handel reinzukommen, in den Kfz-Handel. Und ja, da sind wir ein bisschen zu weit vorgekommen und dann hat das System angefangen, mit uns zu arbeiten. Du hast jetzt gesagt Raumenergie, insofern ist es also in der Tat ein Produkt, was mit einer Technologie arbeitet, die universitär, wie man so schön sagt, schulwissenschaftlich nicht akzeptiert ist. Wir haben ja uns mit Klaus Turtor hier schon unterhalten und er hat uns seine Experimente, seinen Versuch, auch seinen Beleg, dass das funktioniert, zur Verfügung gestellt und gezeigt. Also es geht hier um eine, ja, ich sag mal, eine echte Zukunftstechnologie, eine Technologie, die auf der anderen Seite aber eben das Weltbild der klassischen Physik oder der klassischen, ja, Chemie auf den Kopf stellt, genau. Oder über transzendiert, sagen wir mal so. Genau. Es wird ja immer gesagt, das ist perpetuum mobile und das, ja, stimmt ja nicht, sondern ich verwende einfach eine Energie, die derzeit schwer fassbar ist. Ja? Wir haben den Energieerhaltungssatz, die kann nicht verloren gehen und die Wissenschaft lehnt ja perpetuum mobile ab, es gibt auch keins, sondern ich benutze eben diese frei verfügbare Energie und die Frage ist nur, wie setze ich das Ganze um? Und das ist jetzt das erste Serienprodukt, sage ich mal, das auch im Handel erhältlich, ja, ist und in der breiten Masse eben vertrieben wird, das mit Raumenergie arbeitet. Die Haltbarkeit des Produktes, was du in deiner Hand hältst, ist eine, die über die Haltbarkeit des Autos hinausgeht. Genau, richtig. Einmal die Struktur in dem Metall verändert, ist dauerhaft die Veränderung und das erste Versuchsfahrzeug läuft jetzt seit 2001 und es hat noch immer bessere Abgaswerte als so manches Neufahrzeug. Ja, ja. Wenn sich jetzt, das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn sich jetzt jemand die Mühe machen wollte, würde diesen Stift kaufen und würde versuchen, ihn zu kopieren. Mhm. Ginge sowas oder? Das geht derzeit noch nicht. Also wir haben derzeit Analysegeräte wie das Elektronenrastermikroskop auf
atomarer Oberflächenebene, ja, und wir machen die Veränderung viel tiefer. Also die Wissenschaft, die klassische, kann da noch gar nicht reinblicken, wo wir herumfummeln oder operieren. Also gibt es noch keine Angst vor den Chinesen? Nein, die Angst haben wir nicht. Gut. Okay. So, jetzt hast du, vielleicht sollten wir das vorwegschicken, die Behauptung nicht einfach aufgestellt. Du hast dich nicht hingestellt und hast gesagt, gut, ich verkaufe hier ein Produkt, wo ich der Auffassung bin, da hat es irgendwelche Versuche gegeben und das hat sich ganz gut entwickelt, sondern ihr habt euch den in der Tat schwierigen, aber eben gleichwohl dann auch sinnvollen Tests unterzogen, zu sagen, TÜV prüft das für mich. Genau. So, und was ist dabei rausgekommen? Also wir haben jetzt das TÜV-Zertifikat bekommen, Ende März. Und bei diesem Test wurde ein 3er BMW getestet und ein Mitsubishi Bus. Und wir hatten beim BMW zwischen 14% und 15%, es wurden mehrere Testfahrten gemacht. Und beim Bus zwischen 10% und 12%, und das ist vom TÜV Süd zertifiziert worden. Ihr habt also insofern ein, ich sage jetzt mal, Zertifikat, das ohne jegliche Diskussion von der Schulwissenschaft akzeptiert wird als TÜV-Gutachten. Gleichwohl muss man ja mit Respekt zur Kenntnis nehmen, dass der TÜV sich das auch ein Stück weit getraut hat, also ein solches Produkt zu sagen, da haben wir zum Schluss ein TÜV-Siegel drauf. Der TÜV bedeutet weltweit unendlich viel. Ja, es war auch nicht der TÜV Deutschland. Also TÜV Deutschland oder TÜV Europa haben alle abgewunken. Ja? Die haben gesagt, sie machen das nicht. Wir hatten in TÜV England 3 Monate Diskussion. Die haben abgewunken, bevor sie überhaupt sich dem Thema genähert haben, sondern einfach nur gesagt haben, da verbrennen wir uns die Finger. Genau. Ja. Wir haben in Deutschland TÜV und DEKRA hat hier abgewunken. Ja. Ja. In England haben wir den TÜV gefunden, die hätten das gemacht. Nach 3 Monaten Diskussion, wie wir es machen und es auch durchgeklärt wurde, kam ein E-Mail, wir sagen ab, weil unsere deutschen Kollegen gesagt haben, wir sollen absagen. Also ich sage ja, es gehört zu einer solchen Entscheidung ein ganz erheblicher Mut, denn es bedeutet letztendlich, dass ich nachher mein Siegel hergebe für eine Untersuchung, die auf die Art und Weise natürlich ein Geschäftsfeld oder eine Denkdimension eröffnet, die sonst wahrscheinlich eher unerwünscht ist. Genau, richtig. Es hat einiges ausgelöst. Ja. Wir haben jetzt erste Anfragen in den letzten Wochen bekommen aus dem Industriebereich, sehr verdeckt, es sollen auch keine Namen genannt werden, aber jetzt wird es ernsthaft. Also ja. Der TÜV hat einiges gebracht. Wir haben quasi auf das freie Energiegerät ein TÜV drauf, das hat erst ein Gerät in den USA geschafft, ein Magnetmotor, aber jetzt ein serientaugliches Gerät, das schon gibt, hat jetzt TÜV. Ja. Wobei ja an sich, wenn man sich das jetzt überlegt, das Risiko eigentlich voll auf eurer Seite war, wenn ihr sagt, ich nehme jetzt ein BMW, fahre mit dem so und so viele 1000 Kilometer und dann wird eben schlicht und ergreifend gemessen mit und ohne. Das ist ja von der Versuchsanordnung oder von dem Test her kein großes Problem. Ich fahre 2 identische Fahrzeuge gegeneinander und komme dann zum entsprechenden Ergebnis und mache das bei einem Bus auch nochmal. Also eigentlich völlig unproblematisch und wenn das gut geht, dann geht es eben gut, geht es auch gut für euch. Wenn nicht, hat der TÜV ja auch nichts verloren, sondern eben hat nicht funktioniert. Trotzdem gehört politischer Mut dazu, dass man sich überhaupt einer solchen Untersuchung nähern darf. Ja gut, wir haben schon ein bisschen getrickst, muss ich sagen. Ja. Bis die deutschen Kollegen das mitbekommen haben, waren wir schon fertig mit den Tests. Okay, aber das ist ja legitim. Ich meine, es ist eigentlich eher peinlich für den TÜV in Deutschland und den TÜV in der Republik Österreich auf der einen Seite und ganz besonders, dass die Engländer dann quasi weisungsmäßig auch noch
kneifen müssen, weil sie einen solchen Versuch nicht machen dürfen. Jetzt ist es so, ihr habt eine Berichterstattung gehabt darüber im österreichischen Fernsehen, ja. Die, also eigentlich zwei, ihr habt eine Berichterstattung gehabt, die zunächst einmal positiv gewesen ist und dann musste auch dort die Rolle rückwärts gemacht werden. Genau, also wir haben mit dem zweitgrößten Automobilclub, das ist der ABÖ, getestet. Ja. Der ORF ist auf mich zugekommen und hat gesagt, wir machen einen Test, habe ich gesagt, wenn ich dabei sein kann beim Test, dann mache ich mit. Geht in Ordnung, machen wir so. Gelaufen ist dann anders. Der ABÖ hat gesagt, das ist wie der ADAC in Deutschland, wir sind so gut, wir machen das selber, wir brauchen den Renner dann nicht dabei. Ne? Aber okay, es sind immerhin 6% bei dem Test rausgekommen, normal schaffen wir mehr. Aber ich war mit 6% auch schon glücklich. Ja? Und in der Berichterstattung ist dann gekommen, es waren keine 20%. Es wurde im ORF verschwiegen, dass es 6% waren. Sondern die haben gesagt, es waren keine 20%. Ja, so wurde dann Bericht erstattet. Und dann hat es einen zweiten Test gegeben in dem ÖMDC. Da bin ich mit einem Zeugen hingefahren, habe gesagt, da nehme ich einen mit, dass die Gespräche alle mitprotokolliert werden. Und ich habe gesagt, ich bin bereit, mich einen Test zu stellen, wenn wir den gemeinsam machen und eine echte Verbrauchsmessung durchführen. Wir haben da so eine Rennstrecke ausgeguckt in Österreich, Wachauring, der gehört dem ÖMDC. Da habe ich gesagt, da montieren wir einen externen Tank, den wägen wir vorher ab und dann drehen wir mit dem Tempomat die Runden. Dann kommt der Stift rein und dann fahren wir wieder. Ja. Ja, aber für beide Seiten einblickbar und nachvollziehbar. An dem Tag, wo der Test gewesen wäre, ist niemand erschienen. Die Uni Wien hätte es machen sollen. Nach 2 Stunden habe ich erfahren, ja, die haben irgendein Problem, sie machen die Tests für sich selber. Dann wollte ich wissen, was ist da rausgekommen. Ja, Sie wissen auch nicht, was rausgekommen ist beim ÖMDC. Habe ich gesagt, beim Nachher-Test will ich dabei sein. Der ÖMDC hat gesagt, kein Problem, kann ich. 2 Tage vom Test ruft ein ÖMDC-Mitarbeiter an, die Uni Wien will mich nicht dabei haben und ich habe Geländeverbot am Unigelände. Ja. Dann habe ich gefragt, was ist denn da rausgekommen? Der Herr Professor Gehringer ist nicht da, der ist in Urlaub. Da haben wir nur mal 1 Monat warten müssen, bis der Herr Professor zurück war. Haben die 1 Monat Urlaub bei euch? Na, der Professor war nicht da, weil das muss über seinen Schreibtisch gehen. Ich wollte wissen, was rausgekommen ist. Ich habe das nicht erfahren. Und dann habe ich einen Tag vom Drehtermin vom ORF, wo das Ergebnis dann bekannt gegeben wurde, erfahren, dass nichts rausgekommen ist. Hat mich nicht sehr verwundert. Ja. Dann habe ich den ÖMDC gefragt, Dr. Lang, den technischen Leiter dort, wie habt ihr denn gemessen? Dann hat er gesagt, wir haben eine CO2-Messung gemacht, so wie Autos am Prüfstand für die Zulassung der EU geprüft werden. Habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Ja? Wir verändern die Verbrennung, das heißt, diese ganze chemische Formel, um das wieder vom CO2-Ausstoß rückzurechnen aus dem Verbrauch, stimmt nicht mehr, wenn ich die Verbrennung verändere. Und die messen CO2, der bleibt nämlich gleich, der CO2-Ausstoß. Ich muss den Kolben runterbewegen und beim Runterbewegen mache ich das mit Gasausdehnung und CO2. Ich habe vorher CO2 und nachher CO2, das ändert sich nicht. Aber ich brauche weniger Treibstoff, um das CO2 zu erzeugen. Also muss ich doch den Treibstoff messen und nicht das CO2, das bleibt gleich. Dann haben die gesagt, das ist EU-Vorschrift, wir machen nach EU-Vorschrift und was anderes gibt es nicht und das hat nicht funktioniert. Ja. Und der ORF hat das aufgegriffen, in den Medien, ich habe über einen Anwalt noch versucht, das zu unterbinden, ich habe gesagt, die Messmethode stimmt nicht, ja, habe ein Gutachten bekommen von Dr. Almeida Murphy, der hat mir das bestätigt als Atomphysiker, dass das so ist, wie ich das sage, dass man eine Verbrauchsmessung machen muss und keine CO2-Messung. Und der ORF hat das gebracht und natürlich ist es in die APA gegangen, aus Austria Presseagentur und an alle Zeitungen, das Produkt funktioniert nicht, der ÖMDC hat getestet. Das heißt aber, bei der, wenn man das jetzt wörtlich nimmt, was diese EU-Gläubigkeit nach sich zieht, heißt das ja, es ist völlig wurscht, wie viel Sprit ich verbrauche, wenn ich am Ende den CO2-Wert messe und das andere komplett ignoriere, bin ich ja in dem Bereich auch mit dem größten Spritschlucker immer noch fantastisch in irgendeiner EU-Norm. Ja, EU-Norm ist ein Labor. Ja. Ja. Wenn man ein Auto kauft und da steht drauf, das braucht 6,3 Liter laut EU-Test oder Neufahrzyklus, nennen die das jetzt, dann braucht es sicher 2 Liter mehr in der Praxis draußen. Das ist so, das weiß jeder. Ne? Ja.
Das heißt, es geht, wenn man das so sieht und wenn man sich das so anhört mit diesen, mit den Versuchen und mit der Art und Weise, mit Uni-Verbot und Hausverbot und solchen Geschichten, dich von Messungen auszuschließen, dann die falschen Sachen nachher zu messen, war ja klar, dass ein ganz bestimmtes Ergebnis gewollt gewesen ist. Ja. Was meinst du denn einfach nur, ich meine, der ORF ist ja nur kein Ölkonzern, also hatte ich bislang immer gedacht. Warum hat denn der ein Interesse daran, ein solches Produkt, was Öl und Benzin spart, ein solches Produkt jetzt madig zu machen? Es geht ja nicht um das Geschäft des ORF. Ja, aber er ist nicht frei. Ja? Es gibt keine freie Presse, es gibt auch kein freies Fernsehen. Und es werden auch Werbeeinschaltungen gemacht von Großkonzernen. Mhm. Und wir haben ja heute das Thema Mafia gehabt und da passt das alles zusammen. Ja. Du hast jetzt auf einen Punkt so ganz nebenbei hingewiesen, ihr seid mit dem Produkt in dem österreichischen Kfz-Handel. Das heißt, wir waren im Kfz-Handel bis zum Bericht vom ORF und dann den Zeitungsberichten, dass das Produkt nicht funktioniert. Und unser Handelspartner, der hat uns gesagt, das Produkt funktioniert, wir haben keine Reklamationen. Also 3 Stück waren es insgesamt, das waren Falschmontagen. Aber er hat Druck bekommen, extremen Druck durch den ORF-Bericht und durch die Zeitungsberichte. Er kann das nicht mehr weiterverkaufen. Das heißt also, ein Händler, der gute Erfahrungen, ein Kfz-Großhändler, ja, der gute Erfahrungen macht, wird, ja, von wem denn dann, konnte man da irgendwie feststellen, wer da den Druck ausgeübt hat? Ich weiß schon, aber ich darf es nicht sagen. Es ist in der Tat ja wirklich, also es hat ja wirklich mafiöse Strukturen, dass man aufgrund eines letztendlich fehlerhaften, um es höflich zu sagen, ORF-Berichtes oder zumindest eines unfairen ORF-Berichtes dann einen solchen Druck auf einen Händler ausübt, dass er das, was ja noch, als wir uns das letzte Mal unterhalten und getroffen haben, was ja im Programm dieses Kfz-Vertriebshändlers drin, mhm, mit großem Erfolg, mit guten Resonanzen, mhm, Beschwerden und keinen Rückgaben, dass er dann trotzdem so unter Druck gesetzt wird, dass er es wieder rausnehmen muss. Also du trittst damit ja ganz offensichtlich ganz Großen auf die Füße, dass sie einen solchen Aufwand betreiben. Ja, also wir sind jetzt zu weit rausgekommen, das haben wir gemerkt. Ja. Und dann wird die Schaufel ausgepackt. Du hast darauf hingewiesen, dass du habest aus dem Bereich der Luftfahrtindustrie, der Industrie, Lkw-Hersteller inzwischen Anfragen, die mit euch zusammenarbeiten möchten und erste Schritte unternehmen, die aber alle vor dem Hintergrund, jetzt wird es natürlich auch verständlich dessen, was du gesagt hast, größten Wert darauf legen, dass du die Firmennamen nicht nennst. Genau, also unter größter Geheimhaltung besteht jetzt Interesse, hier das Produkt in welcher Form auch immer hier reinzubringen. Also steht zu hoffen, dass irgendwann die Schwelle so überschritten ist, dass eine Rücknahme dann eben auch nicht mehr möglich ist. Also wenn du jetzt, ich sag mal, in Autos, in Flugzeugmotoren, vielleicht irgendwann in Schiffsmotoren oder in anderen mit dem Produkt verfügbar bist, kann man dann ja es irgendwann nicht mehr zurückdrehen. Aber ihr müsst das eben jetzt wirklich so erstmal so unter der Grasnarbe da entsprechend versuchen. Wir sind schon ein bisschen über der Grasnarbe, also ganz seicht drüber. Und ich sage, im Moment ist nicht mehr aufzuhalten. Ja. Seit dem TÜV-Gutachten haben wir jetzt ein gutes Schild bekommen, wo wir ziemlich viel Wind aushalten. Der Fuelsaver ist bei dem, was ihr macht, ein Baustein. Gibt es andere Bausteine, andere Produkte, bei denen man mit dieser Technologie arbeiten kann, die bei euch in der Pipeline sind, die vielleicht in einer absehbaren Zeit dann auch verfügbar sind? Ich greife mal ein Produkt raus und das ist im Bereich der Radioaktivität. Mhm. Wir haben in Tschernobyl getestet. Wir bauen mit einem Produkt, das in die Erde reinkommt, Cäsium-137 im Monat 12 bis 15% ab.
Das heißt, in einem Jahr könnten wir Fukushima oder Tschernobyl komplett sanieren. Das arbeitet auch mit Raumenergie. Ja, ich habe Kontakte nach Japan, aber über Regierungsstellen, und interessanterweise haben die kein Interesse, was zu machen. Ich finde es schade, weil die Bevölkerung sehr darunter leiden muss. Wir haben die Lösung. Hier ist es einfach. Ja. Verbrauchsmessung beim Auto ist noch schwierig, da muss ich ein bisschen tanken können und schauen. Aber Radioaktivität, ich brauche einen funktionierenden Geigerzähler, das ist auch nicht so einfach, aber wenn ich einen habe, kann ich vorher messen und nach einem Monat wieder messen, dann muss der was anderes anzeigen, also kein großes Thema. Aber da hast du noch kein TÜV-Gutachten. Vielleicht TÜV-Asien oder so. Ja. Nein, es kann vielleicht kommen, man muss immer die Betroffenen erreichen, weil Regierungen haben andere Interessen. Man kann das nicht verstehen mit normalem Verstand. Ja. Die leiden darunter und es gibt eine Lösung, aber man kann es irgendwie nicht umsetzen. Gut, wir haben das ja erlebt, auch beim Golf von Mexiko, dass es da unterschiedliche Vorschläge und aus unterschiedlichen Ländern, aus Deutschland, aus Russland, aus verschiedenen anderen Ländern, Vorschläge gegeben hat, mit der Katastrophe umzugehen. Auch da war das Interesse dann auf der Verursacherseite, Täterseite auch gleich null. Und auch die Politiker, die sich hingestellt haben, das ist ein ganz großes und wichtiges Thema, die waren dann plötzlich unauffindbar. Also es ist irgendwie eigenartig. Wenn man jetzt heute bei dem, ich komme nochmal zu dem Fuel Saver und das Problem mit dem Lieferanten zurück, weil das ja auch dann für die Zuschauer von großer Bedeutung ist, wenn man heute sich dieses Produkt beschaffen will, also noch vor einem halben Jahr brauchtest du ja nur in diese recht verbreitete österreichische Kfz-Kette zu gehen. Wie funktioniert das heute? Muss man sich da direkt an euch wenden oder? Derzeit geht es nur übers Internet. Ja. Aber wir haben einen Partner in der Pipeline, einen großen, der ist in 12 Ländern Europas vertreten, hat 8 Millionen Kunden im Stamm und der hat auch Outlet-Stores in ganz Europa und der geht an den Start, aber so große Organisationen sind nicht schnell. Je größer, desto langsamer. Aber die ist im Anrollen. Und die trauen sich mit einer eigenen quasi Technologie-Ecke bei sich etwas aufzumachen, wo es dann wirklich auch vom Namen her um Raumtechnologie geht. Genau. Die haben den Mut, aber sehr vorsichtig testen sie jetzt mal den Markt ab und wollen zuerst sehen, aus welchen Löchern wer herauskommt und die Kanonen aufstellt. Und wenn das bekannt ist, dann geht es einen Schritt weiter. Gut. Also insofern können wir jetzt an dem jetzigen Stadium feststellen, wer sich dafür interessiert, der muss übers Internet, über eure Seite gehen und sich dort das Produkt holen. Aber demnächst wird es dann, zumindest das ist ja ein Unternehmen, was sehr stark in der Bundesrepublik auch tätig ist, wird es dann etwas einfacher sein, wenn die erstmal in die Pötte gekommen sind, sich das dann auch dort zu besorgen. Ja, genau, richtig. Wir bieten eben auch 60 Tage Rückgaberecht an übers Internet und da haben wir die Chance, dass jeder selber den Eigentest macht und sieht, ob es funktioniert oder nicht. Gut, dann kann man nur alles Gute, toi toi toi, wünschen, dass das, letztendlich auch der ganze Gegenwind dazu führt, dass die Menschen ein Stück weit aufwachen, dass offensichtlich aber auch einzelne Menschen in großen Unternehmen aufwachen und neugierig sind, um sich mit so etwas mal zu befassen, was sicherlich nicht üblich ist. Und deine Prognose, dass so etwas nicht mehr aufhaltbar ist, dann auch vielleicht wirklich Wahrheit wird. Und insofern, du hast das TÜV-Siegel, du hast das ESO-Watch-Siegel. Alles Gute, vorwärts voran. Okay, super, danke. Liebe Zuschauer, www.n-g.at ist die Internetseite. Dort gibt es weitere Informationen, gibt es natürlich auch Informationen zu den konkreten Produkten und zu insbesondere auch das, was man an unterschiedlichen Stärken für die diversen Motoren braucht. Natürlich ist ein Kleinwagen
braucht ein kleineres Gerät als ein größerer PKW, eine Limousine oder ein LKW oder ein Omnibus. All das finden Sie informationsmäßig, findet ihr dort ausführlich auf der Internetseite von Herbert Renner und seinem Unternehmen. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen beim Alpenparlament.